Bluthochdruck senken mit Hibiskustee. Belegt durch eine Studie der Tufts University in Boston, senkt die Einnahme von lediglich 3 Tassen Hibiskustee täglich den Blutdruck. Somit wird auch das Folgerisiko von Herzerkrankung deutlich gesenkt. Auch zur Vorbeugung gegen einen zu hohen Blutdruck ist das Trinken von diesem Tee bestens geeignet und empfohlen. Aber auch bei vielen anderen gesundheitlichen Problemen kann dieser Tee dir helfen, denn er wirkt durstlöschend, antibakteriell, krampflösend, harntreibend und auch abführend. Hibiskus ist reich an Flavonoiden und Antioxidantien, die freie Radikale bekämpfen, die deine Herzgesundheit unterstützen. Er ist reich an sekundären Pflanzenstoffen, welche gerade für seine antisklerotische und blutsenkende Wirkung verantwortlich sind. Bei der vorgenannten Studie wurde den Probanden mit leichtem bis mittlerem Bluthochdruck über 6 Wochen lang jeweils 3 Tassen frischer Hibiskustee verabreicht, während eine Vergleichsgruppe einen anderen Tee mit Placebo-Effekt zu trinken bekam. Das Ergebnis war eindeutig, denn nach Ablauf der Zeit zeigte die Hibiskustee-Trinkergruppe einen eindeutig verbesserten Blutdruck auf und das ohne irgendwelche andere Gewohnheiten zu ändern, wobei bei der anderen Gruppe so gut wie keine Verbesserung erreicht werden konnte. Somit wurde wissenschaftlich belegt, dass gerade dieser Tee den Blutdruck eindeutig und erheblich reduzieren kann. Es ist so wichtig, den Blutdruck in einem normalen Maß zu halten, denn so wird Folgeschäden wie zum Beispiel einem Schlaganfall oder auch einem Herzinfarkt auf natürliche Weise entgegengewirkt. Auch wenn du nicht darunter leidest, ist dieser Tee ideal, um auch präventiv getrunken zu werden. Denn neben diesen signifikanten Fähigkeiten wirkt er auch noch antibakteriell, durstlöschend, krampflösend, gerade bei Menstruationsbeschwerden, entschlackend, abführend und harntreibend und ist deshalb auch ideal, wenn du ein paar Funde verlieren möchtest. Hibiskustee ist ein ausgezeichneter Lieferant an Zitronen- und Weinsäure sowie Vitamin C und vielen Mineralien. Aber hervorzuheben ist, dass dieser Tee aus über 3000 unterschiedlichen Lebensmitteln durch das Nutrition Journal zum antioxidantienreichsten Getränk der Welt gekürt wurde und er enthält sogar mehr davon als der hochwertigste grüne Tee. Um diese Vorteile zu nutzen, solltest du täglich davon trinken und nicht unbedingt auf Fertigprodukte aus dem Supermarkt zurückgreifen. Bereite ihn wie folgt selbst zu. Du benötigst hierfür 1 Liter Wasser und Hibiskuspulver oder getrocknete Hibiskusblüten. Gibt es in der Apotheke oder online und bereite es dann nach Anleitung zu. Der Tee sollte nicht gesüßt werden. Hibiskus selbst ist bereits lecker und schmeckt ein bisschen wie Himbeeren. Daher sollte es nicht schwer sein, sich an diesen Geschmack zu gewöhnen. Hibiskustee schmeckt zu jeder Jahreszeit. Auch im Sommer als kaltes Getränk wirkt er sehr durststillend und das Gute ist, dass er sehr mild ist, sodass er sogar von Kindern getrunken werden kann. Senke deinen Blutdruck einfach mit Hibiskustee bzw. schütze dich mit diesem Getränk vor einem erhöhten Blutdruck. Du wirst es nicht bereuen. Diese Zubereitung ist günstig und dabei absolut effektiv und sehr kalorienarm. Probiere es aus. Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir würden uns darüber freuen und dich gerne weiterhin mit gesunden, natürlichen Informationen versorgen. Dafür musst du nur noch unseren Kanal abonnieren, wenn du es nicht bereits getan hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bleibt gesund.